Auf einen Kaffee wird Ihnen präsentiert vom Stadthotel Stern. Liebe Zuschauer, ich freue mich sehr, dass ich Sie wieder einmal aus dem Stadthotel Stern begrüßen darf. Wir haben uns getroffen auf einen Kaffee mit Christine Beretag. Ich freue mich sehr von der Volkshotellerie. Ich freue mich sehr, dass ich Sie überreden konnte, dass Sie heute hier sind und mir so ein bisschen was über sich und die Volkshotellerie erzählen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich kann mich ja immer, sage ich immer so gerne, als erstes zurücklehnen, werde meinen Kaffee trinken und Sie müssen jetzt ein bisschen schnallern. Weil zuallererst würde mich natürlich interessieren, wie kommt man zu dem Job, den Sie machen? Der ist ja schon sehr arbeitsintensiv, hat viele Geschichten, positive wie negative, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Also ist ja schon ein großes Päckchen, das man sich trägt. Und ich weiß, Sie tragen es auch schon eine ganze Weile. Wie sind Sie dahin gekommen? Wie ging es los? Also eigentlich hat es schon in der Kindheit angefangen, dass ich immer schon Lehrerin werden wollte. Ich wollte was mit Menschen zu tun haben und hatte mich damals auch beworben. Es hat leider nicht geklappt. Und hatte dann gedacht, okay, was machst du denn jetzt? Und wir hatten in der Familie viele Krankenschwestern, die auch viel erzählt haben, viele Geschichten und auch mit Menschen ja dann zu tun hatten. Da habe ich gesagt, ja, das ist der Job, den mache ich jetzt. Ich habe dann den Job ein paar Jahre gemacht, habe ihn auch wirklich gerne gemacht. Das war für mich eine Berufung. Kommen Sie aus Wismar? Ich komme aus Wismar, ja. Bin in Wismar geboren, genau. Und habe dann jetzt, heißt das ganze Klinikum, dann auch gearbeitet. Ja, dann war es so, dass mein Sohn geboren wurde und dass es dann ein bisschen schwierig war mit den Schichten. Und dass ich dann gesagt habe, naja, mal gucken, wenn es jetzt eine Möglichkeit gibt, irgendwas anderes zu finden, dann schaust du dich einfach mal um. Ja, dann bin ich durch Zufall mal ins Rathaus gegangen. Und früher war es ja so, dass im Rathaus Stellen ausgeschrieben waren. Okay, also auf so einer Wand. Auf so einer Tafel, gleich wenn man reinkam. Ah, okay. Das war total witzig. Und da war so eine Stelle bei der Volkssolidarität, die gab es ja schon zu DDR-Zeiten, Instrukteur für soziale Betreuung. Ach, die gab es auch schon zu DDR-Zeiten, okay. Genau. Und dann habe ich gedacht, ja, das hört sich erstmal gut an, hört sich wieder mit Menschen an und habe gedacht, ach, bewirb dich da mal einfach. Du kannst ja mal gucken. Deinen Job hast du ja und du schaust einfach mal. Ja, dann bin ich dorthin. Dann hat dort der ehemalige Geschäftsführer gesagt, ja, Sie können anfangen. Und habe dann am 27.12.87 dort begonnen. Am 27.12.? Ja. Oh, das ist ja aber auch ein schönes Datum. Ja, gleich nach Weihnachten. Das war cool. Also war wirklich cool. Und ja, das war natürlich eine total neue Herausforderung. Weil früher hat man mit kranken Menschen gearbeitet und hier war es so, dass man zwar auch in Anführungsstrichen pflegebedürftige Menschen hatten, aber wir hatten den Bereich gehabt des Landkreises. Dort war es so, dass wir dann Hauswirtschaft gemacht haben, vorwiegend, weil früher gab es dann noch die Gemeindeschwestern, die haben dann so Grundpflegen durchgeführt und Spritzen und sowas alles. Das haben wir nicht gemacht, aber wir hatten einen großen Bereich. Dorf Mecklenburg gehörte dazu, Bobitz gehörte dazu, Neuburg gehörte dazu. Es war ein großer Einzugsbereich. Ja, dann kam die Wende. Ich wollte gerade sagen, und ab dann hat sich auch bei der Volkssolidarität ein bisschen was geändert. Das machen wir nachher nochmal, ne? Okay. Okay. Ja, dann kam die Wende und neue Herausforderung. Es war ja dann ein bisschen anders. Dieses ganze Behutsame war ja weg. Man musste sich auseinandersetzen mit, Bundesrepublik Deutschland, das war alles anders. Man musste selber sein Geld verdienen. Früher hat der Rat des Kreises oder Rat der Stadt das Geld bezahlt für die Hauswirtschaftspflege. Ja. Das gab es ja nun nicht mehr und das war schon eine neue Herausforderung. Aber das Modell hat sich ja dann komplett gedreht. Komplett, ja, komplett geändert. Okay. So, dann hatte unser ehemaliger Chef sich dafür eingesetzt. Es ging darum, dass Sozialstationen jetzt ausgeschrieben worden sind und er hatte sich dafür mit beworben, dass wir als Träger eine Sozialstation übernehmen können und haben auch den Zuschlag erhalten. Sind dann damals in den ehemaligen Club in der Bruno-Tesch-Straße. Da ist jetzt der Mann mit dem Hammer. Ja, also Bruno-Tesch sagt mir was, aber der Mann mit dem Hammer nicht, weil ich komme nicht aus Wismar. So, ich bin ja zugezogen vor 10 Jahren. Ach gut. Ich bin 12 mittlerweile. Ja gut, ist so ein Wahrzeichen. Aber da haben wir damals dann die Räumlichkeiten bekommen. Und dort haben wir den Zuschlag dann für die Sozialstation bekommen. Und da ich die Voraussetzung hatte, also ich war Krankenschwester, hatte jetzt schon Erfahrung ein bisschen im Verwaltungsbereich gesammelt, wurde dann gesagt, okay, du übernimmst jetzt die Sozialstation. Katsching. So, das war natürlich eine total neue Herausforderung wieder, die auf mich zukam.
weil keiner wusste, wie funktioniert das, wie geht das. Wir hatten ganz andere Bedingungen. Man musste sich erstmal viel belesen, viel Erkundigung einholen, weil dieses Modell der Gemeindeschwester fehlt ja nun weg. Deswegen diese Sozialstation. Ja, das habe ich dann übernommen, habe mit einem Patienten und 5 Mitarbeitern angefangen, wurde dann ein Büro reingesetzt und nun mach mal. Leg mal los. Also ja, das war schon eine schöne neue Herausforderung und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und das habe ich auch 12 Jahre gemacht, habe die Station aufgebaut. Es wurden immer mehr Mitarbeiter, es wurden immer mehr Patienten. Man musste natürlich ganz viel Werbung machen. Man musste lernen, Verwaltung zu übernehmen, mit Computer umzugehen, kannten wir ja nicht. Alles neu, ne? Alles komplett neu, aber es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe es ja jetzt gesehen, es wirkt jetzt so professionell. Also ist es ja nicht nur so. Das ist ja schon ein Quantensprung, wenn man sich das mal überlegt. Wie lange sind Sie bei der Volkssolidarität? Ich bin im nächsten Jahr 35 Jahre da. Krass. Ja, Wahnsinn. Das ist ja auch viel Lebenszeit, die man dann so viel Herzblut da reinsteckt. Ne? Mhm. Mal für alle, die die Volkssolidarität nicht kennen. Und ich wusste es zum Beispiel auch nicht, dass es in der DDR schon Volkssolidarität gab. Ich dachte, das ist eine Adaption, die dann mit rüberrutschte. Wie ist denn das geschichtlich verbandelt, so Volkssolidarität? Also die Volkssolidarität wurde ja schon 1945 gegründet. Genau. Aus einer Notgemeinschaft heraus. Mhm. Und seit 1945 gibt es die Volkssolidarität schon. Deutschlandweit? Also alte, neue? Also in den neuen Bundesländern nicht, in den alten Bundesländern. Ja, okay. Das ist leider auch nicht so rübergeschwappt in die alten Bundesländer. Das ist vorwiegend bei uns. Bei uns, genau. Vorwiegend bei uns, okay. Was hat sich geändert durch die Wende? Hat sich was geändert? Die Strukturen haben sich geändert. Mhm. Es ist so, dass wir früher, wie gesagt, Hauswirtschaft gemacht haben. Wir haben Essen auf Rädern gemacht zu DDR-Zeiten. Ja. Das war noch so niedlich. Das wurde ausgefahren. Wir hatten noch so eine ganz alten Autos gehabt. Dann wurde das Essen ausgefahren in so eine Blechnäpfe sozusagen. Das habe ich auch noch miterlebt. Also das hat sich natürlich alles geändert. Es ist professioneller geworden und hat sich weiterentwickelt. Und wie funktioniert es? Also ich weiß, man zahlt kleine Beiträge. Mhm. Das sind, glaube ich, was hatten wir mal gesagt? 3 Euro? 3 Euro. Euro. Und daraus wird dann sozusagen, es gibt ja auch Ortsgruppen. Also es ist ja schon ein ganz eigenes Konglomerat, finde ich. Können Sie mir das nochmal erklären? Also eigentlich ist die Volkssolidarität ein starker Mitgliederverband. Wir leben ja auch mit unseren Mitgliedern. Wir sind ja ein Verein seit 91 und sind wirklich ein starker Mitgliederverband. Ja. Wir haben auch soziale Dienstleistungen, wie zum Beispiel Sozialstationen, betreutes Wohnen. Das ist ja im Laufe der Zeit auch alles weiterentwickelt worden und entstanden. Wir haben ein großes Ehrenamt. Wir haben viele ehrenamtliche Helfer, auch bei uns in Wismar, die sich um unsere Mitglieder kümmern. Und dieser Mitgliedsbeitrag, den wir einnehmen, der wird auch dafür eingesetzt, dass wir praktisch unsere Mitglieder betreuen, dass mal Reisen gemacht werden, dass Veranstaltungen gemacht werden. Mhm. Im Moment alles ein bisschen schwierig, aber kommt ja bestimmt irgendwann wieder. Bitte. Genau, sage ich auch immer jeden Tag. Dass unsere Mitglieder auch was von diesem Mitgliedsbeitrag haben. Und dieses Ortsverband bezieht sich tatsächlich auf dann sozusagen den Stadtteil, in dem man wohnt, oder wie ist das aufgebaut? Also diese Ortsgruppen, ne? Ortsgruppen. Genau. Ja, ich müsste es besser wissen. Okay, also das ist so, dass wir dort ehrenamtliche Helfer haben. Ja. Wir haben bei uns 11 Ortsgruppen, das ist nicht nur hier in Wismar, wir haben auch im Landkreis Ortsgruppen. Wir haben zum Beispiel in Neukloster eine Ortsgruppe, die aktiv dort für die Mitglieder der Volkssolidarität was machen. Mhm. Wir haben in Bobitz eine Ortsgruppe, die dort aktiv was machen für unsere Mitglieder. Das ist natürlich eine schöne Sache, weil wir wollen ja gemeinsam, nicht einsam, ist ja unser Motto, und das wollen wir auch leben und das machen wir damit auch. Mhm. Und dann haben wir natürlich in Wismar verschiedene Ortsgruppen, die sind dann so in Stadtteile aufgegliedert. Mhm. In Wendorf, Kluserdamm, Dagetzow. So, und da haben wir überall ehrenamtliche Helfer und einer übernimmt dann praktisch den Vorsitz dieser Gruppe. Ah, okay, genau. Und betreut dann diese Helfer und dann auch zusammen mit den Helfern unserer Mitglieder. Ist es dann so ein bisschen so, dass man, wenn man in diese Ortsgruppen, also wie füllen die sich dann? Wird dann so ein bisschen erzählt, so das und das machen wir. Was machen dann überhaupt die Ortsgruppen? Also was kann ich denn erleben?
Also sie organisieren zum Beispiel mit den Mitgliedern auch Reisen, Weihnachtsfeiern, ja. Festivitäten, zum Beispiel Kirschfest ja. oder Frühstück oder wir ja. machen auch zum Beispiel Heringsessen. Also ganz viele Sachen. Wir wollen ja, dass die Leute nicht vereinsamen. Ne? Dass sie wirklich rauskommen, dass sie gemeinsam was erleben. Das ist ja auch der Vorteil dieser Mitgliedschaft, dieses Gemeinsame. Jetzt haben wir die ganze Zeit, ich sag mal, auf so einer Theorieebene gesprochen. Mich würde mal eine persönliche interessieren. Das heißt, wenn Sie mal so in 35 fast Jahre zurückblicken, was fallen Ihnen da für Geschichten ein? Was haben Sie erlebt? Hatten Sie vielleicht selber mal eine Ortsgruppe? Haben Sie, woran erinnern Sie sich? Ja, das sind immer diese Abschnitte bei der Volkssolidarität, die ich erlebt habe. Wir haben ja, wie gesagt, nach der Wende ganz viel aufgebaut. Man wurde ins kalte Wasser geschmissen, dann, ja, die Sozialstation war zum Beispiel ein Abschnitt. Dann ging es weiter, dann kam Tagespflegen 94 erstmal ins Gespräch. Tagespflege, okay. ja, sage ich immer, so ein Kindergarten für unsere älteren Menschen. Sie werden morgens geholt, nachmittags nach Hause gebracht. Und da war es dann so, dass gesagt wurde, Mensch, das könnten wir doch auch machen. Das ist eine tolle Sache. Die Angehörigen haben ein bisschen Zeit für sich und wir betreuen dann in der Zeit ihre zu Betreuenden in der aus der Häuslichkeit. Ja, dann, ja, Frau Bredax, Sie machen das denn schon. Und das war wieder eine Herausforderung. Also ich liebe auch neue Sachen. Ich finde es einfach toll. Ich habe auch noch Visionen und die dann umzusetzen, das ist eine tolle Sache. Gerade weil wir damit ja auch etwas tun für die Älteren. Und was bewirken schon. Ja, und das finde ich toll. Also das finde ich echt, echt super. Und ja, dann war die Tagespflege, das war erstmal ein totgeborenes Kind, weil keiner kannte das. Es war so Echt eine. Nee, das war nicht so gut am Anfang. Wir haben auch ein paar Jahre gebraucht, ehe das dann wirklich auch zum Tragen kam. Aber irgendwann kam dann der Boom. Und dann haben wir uns ja dann wieder entschlossen, aus den kleinen Räumlichkeiten, die vor der Hanno-Günther-Straße waren, rauszugehen und eine neue Tagespflege zu errichten. Das war natürlich wieder eine total schöne Herausforderung. Und das neue Projekt Seniorenwohngemeinschaften. Das war natürlich, kannte noch keiner. Wir waren auch die Ersten hier, die das gemacht haben. Und haben gesagt, ist egal, ist wieder eine schöne Sache, wo wirklich auch Senioren, die nicht alleine sein möchten, in der Gemeinschaft leben. Also wie eine Studenten-WG. Ich finde es super. Also ich habe das ja alles gesehen und bin ja also begeistert gewesen tatsächlich. Ja, und das ist... Wird auch gut angenommen. Aber Sie haben auch ein unglaublich gutes Team, habe ich den Eindruck. Ne? Also die Leute, die da arbeiten, die ich kennenlernen durfte, waren ja alle durch die Bank. Also hatten Spaß an der Arbeit, hatten Spaß mit den Menschen. So war mein Eindruck, oder? Ist auch so. Also alleine schafft man das natürlich nicht, das ist klar. Ich habe einen Haufen Mitarbeiter. Und wie gesagt, die sind auch mein größtes Gut, muss ich immer wieder sagen. Es ist wirklich ein tolles Team, was da hinter mir steht. Und wir müssen zusammen diese Vision leben. Ansonsten funktioniert das nicht. Und das machen sie auch alle. Das ist super. Jetzt wird ja der Branche immer vorgeworfen, oder was heißt vorgeworfen, das ist das falsche Wort, aber die Branche, der wird ja immer gesagt, dass es Schwierigkeiten gibt, an Mitarbeiter zu kommen. Haben Sie das auch? Ja, es ist schwierig, ja. Okay. Weil es ist leider so, der Pflegeberuf, finde ich, wird nach außen nicht so gut präsentiert. Also man muss da mehr tun für das Image in der Pflege. Finanziell natürlich auch. Man muss gucken mit den Gehältern. Und man darf nicht vergessen, Pflege ist wichtig, die wird gebraucht. Die ist nicht nur wichtig, die ist eigentlich überlebenswichtig für die Gesellschaft. Und die wird gebraucht und da muss man was tun für. Und es ist auch so, dass dann leider auch die geburtenschwachen Jahrgänge ja dann angefangen sind und da auch kein Personal mehr kommt. Und wir haben diese Schwierigkeiten auch. Es ist nicht einfach, Kräfte zu finden. Aber ich habe den Eindruck gehabt, die ich kennengelernt habe, sind dann alle da geblieben, ne? Also die sind ja auch echt wirklich schon teilweise lange Zeit da. Also ich hatte so den Eindruck, wenn man sich einmal dafür entschieden hat, mitzumachen, 2, 3 Jahre, dann bleiben wir halt. Genau, wenn es dann Spaß macht, ja. Ja. Wir haben wirklich schon Mitarbeiter, die haben schon vor mir angefangen bei der Volkssolidarität. Echt? Ja. sind heute noch da und das ist eigentlich toll. Das zeigt auch eben, dass sie sich wohlfühlen und... Ja. Ja, und was motiviert die Ehrenamtlichen? Die Ehrenamtlichen motiviert, dass sie was zu tun haben. Ne? Dass sie auch älteren Menschen helfen können, dass sie in der Gemeinschaft sind und dass sie gebraucht werden. Das ist dann so, dass man sozusagen, also ich habe es damals, als ich bei Ihnen zu Besuch war, so erlebt, dass sich gegenseitig erzählt wurde, Mensch, Volkssolidarität, ja, habe ich schon mal gehört, ja, glaube ich, kenne ich, ich komme mal mit.
Und dann ist derjenige oder diejenige mitgekommen und ist da geblieben. Und ich hatte den Eindruck, es funktioniert auf beiden Seiten, so bei den Ehrenamtern, aber auch bei den Klienten, die vor Ort waren. Mhm. Ist so, ne? Mhm, die müssen zum Glück gezwungen werden. Das ist ja auch schön, die müssen zum Glück gezwungen werden. Sie sprachen vorhin auch noch von Visionen, die immer wieder mal in den Kopf reinschießen. Was, wollen Sie mal ein bisschen erzählen, was so, also wohin Sie sich da noch denken könnten, was Sie gerne machen würden, was Sie sich wünschen würden? Also ich würde mir wünschen, dass wir noch mehr machen, also dass wir noch so lange wie möglich unsere älteren Menschen zu Hause lassen können. Hm. Oder dass sie zu Hause bleiben und gepflegt werden zu Hause. Ja. Ja, ich habe da noch einige Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt preisgeben möchte. Na gut. Wir reden ja, wir werden sprechen. Genau. Oh, das kann ich immer so schwer. Nein, aber nee, wollen Sie nicht erzählen. Hm. Was ist denn noch für fürs kommende Jahr geplant? Was ist denn für dieses Jahr noch geplant? Dürfen die Ortsgruppen so ein bisschen miteinander die Weihnachtszeit verbringen? Dürfen die, also die Wohngruppen dürfen doch wahrscheinlich zusammen, ne? Hm. Jetzt so alles. Hm. Das passt alles, ne? Also wir versuchen natürlich schon, dass wir noch ein bisschen was machen. Es ist natürlich schwierig. Sie mussten auch lange Zeit zurückstecken. Ja. Es ging ja nun nicht und war auch traurig. Das ging schon so ein bisschen Richtung Vereinsamung bei unseren älteren Menschen. Aber wir versuchen natürlich nach Möglichkeiten zu suchen. Es sind alle geimpft und sie dürfen ja mit Abstand und Masken und alles, was es so gibt. Ja. Versuchen wir natürlich, dass wir auch um die Weihnachtszeit was tun für die Älteren, dass sie ein bisschen zusammenkommen, dass sie zusammen feiern können. Es gibt ja auch einige, die haben auch keine Kinder, dass wir auch gerade auch so diese alleinstehenden Rentner, dass wir die auch zusammennehmen und wenigstens ihnen ein paar schöne Stunden bereiten. Ne? Das ist schon wichtig. Das ist total wichtig. Ja. Also das kenne ich von mir familiär genauso. Genau. Wie ist es denn eigentlich, haben Sie selber ab und zu auch mal Zeit, mal im betreuten Wohnen in der Sozialstation einfach mal vorbeizugucken, mal Hallo zu sagen? Ja, das ist mir sogar wichtig. Ja? Ich muss ja wissen, was da los ist. Ja. Was erleben Sie da so? Was für Geschichten wird sich gefreut? Ich habe es einmal erlebt, da war ja gleich himmelhoch jauchzend. Genau, ja, ja, das ist immer so, das ist immer noch so ein, ja, der Chef kommt jetzt, ne? Ja. Nein, aber es freut sich jeder. Mhm. Ne? Natürlich muss man in die einzelnen Bereiche reinschauen. Wir sitzen auch ganz viel zusammen und reden miteinander. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, damit man weiß, was los ist, was passiert, wo man helfen kann, wo es Probleme gibt. Mhm. Aber auch wenn ich mal ins betreute Wohnen gehe, freuen sie sich, wenn sie mich dann mal sehen. Dann wird mal ein Schnack gemacht. Es wird mal dann in der Wohnung gezeigt. Oh, gucken Sie mal, was ich wieder Neues habe. Oder das ist schon schön, weil das ist das, was ich eigentlich vorher ja immer gesagt habe, diese Arbeit mit den älteren Menschen. Also das ist eigentlich das Schönste für mich, was man machen kann. Und, und ich lebe das schon viele Jahre und es ist einfach toll. Und man muss überall Kaffee trinken, habe ich gehört. Ja, das muss man. Oder ein starkes Herz. Starkes Herz. Kaffee und Plätzchen sind ja überall angesagt tatsächlich. Ja, ich würde sagen, vielen herzlichen Dank, Frau Politag. Wir haben es fast geschafft. Meine letzte Frage ist ja tatsächlich immer Wünsche. Haben wir was vergessen? Also ich weiß, man kann sich bei der Volkssolidarität anmelden, genau, über die Website. Aber dazu sagen Sie doch jetzt einfach mal noch was, oder? Genau. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass wir noch mehr Ehrenamtliche für unsere Arbeit gewinnen können. Denn es ist eine schöne Sache, gemeinsam für die älteren Menschen da zu sein. Dass sie sich einfach, sie kennen unsere Webseite, dass sie einfach mal reinschauen und sie vielleicht bewerben. Das würde ich mir einfach wünschen, dass wir das Ehrenamt noch mehr stärken bei der Volkssolidarität. Ja, man kriegt ja auch so viel zurück. Also ich war ja nun ein paar Nachmittage immer da und durfte wieder lernen, wie man Mühle spielt und wie. Also habe also mich wirklich auch in meine Kindheit zurückerinnert, gefühlt und fand es großartig. Also ich unterstütze den Gedanken und möchte mich von Ihnen, liebe Zuschauer, auch verabschieden und möchte Ihnen genau das mitgeben. Wenn Sie helfen möchten, wenn Sie ehrenamtlich sich engagieren möchten, schauen Sie einfach mal auf der Website der Volkssolidarität vorbei und schauen Sie sich an, was die Volkssolidarität macht. Und vielleicht haben Sie ja Lust, so ein paar Stunden in der Woche mit Menschen Zeit zu verbringen, die sich wirklich darüber freuen und wirklich sehr, sehr viel Dankbarkeit versprühen, würde ich jetzt mal sagen. Von Ihnen verabschiede ich mich, bei Ihnen bedanke ich mich. Danke auch. Wir sehen uns in 4 Wochen wieder. Tschüss, machen Sie es gut. Auf einen Kaffee wird Ihnen präsentiert vom Stadthotel Stern.